So, hallihallo, meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Chronicles China. Ja, beim letzten Mal ist unser Meister gestorben und wir wollen Rache. Wir wollen sowas von Rache. So. Ein alter Freund, 1530, die verbotene Stadt. Shao Yun ist an ihrem Geburtsort zurückgekehrt, in die verbotene Stadt. Die Kaiserin, eine alte Freundin Shao Yuns aus ihrer Zeit als Konkubine, hat sie um ein Treffen gebeten. Ja, Shao Yun muss in die Festung der Tiger eindringen, die Stadt durchqueren und durch die Gärten hindurch die Spitze des Turms erreichen, um ihre alte Freundin wiederzusehen. Nebenziele, die Konkubinen retten. Oh Mann, jetzt müssen wir also in den Kaiserpalast einbrechen. Da bin ich ja mal gespannt. Es gibt drei Konkubinen, okay. Und da haben wir schon den ersten Störenfriede. Das sieht aber noch nicht so schwer aus. Ah ja, den können wir auch im Heuhaufen verstecken. So. Und der hier ist wieder taub und blind. So. Ach, hier ist Wasser. Ach, hier hätte ich auch runtergekonnt, ne? Ja, gut, ich sehe es immer zu spät. Moment. Müssen wir jetzt außen lang oder ist hier ein Eingang? Ne, hier ist nichts. Gut. Dann hier lang. Ach nee, ich muss da hoch. Okay. So, dann geht's einmal hier lang. Es sieht nicht so aus, als wenn wir hier viel sammeln müssten. Okay, das ist schon mal gut. Dann kann ich mich auf das Wesentliche konzentrieren. Gut, okay. Oder? Ja. Okay, ich habe nichts gesagt. Warum wird das denn nicht angezeigt? Oder müssen wir uns in einem bestimmten Umfang oder Radius oder keine Ahnung befinden, damit die angezeigt werden? Eigentlich doch nicht, oder? Ach, ist mir jetzt auch egal. Ich spiele jetzt hier einfach das Spiel. Und wir machen das Beste daraus, ob da jetzt so Fragmente sind oder nicht. Ich finde die Musik übrigens so schön. Ich glaube, ich werde die mir noch holen. Da kann man so schön bei einschlafen. Allgemein, die Musik von Assassin's Creed ist ja sehr beruhigend, wenn es jetzt nicht gerade um irgendwelche Kampfsounds geht oder so. Aber wenn ich an Venedig denke. Von Assassin's Creed 2, ey, das war ja so geil. Oh, nee, das ist ja so top. Ey, da bist du so tiefenentspannt, wenn du dir das anhörst. Der Typ nervt. Da ist doch noch jemand anders.
Ah, der hat da die Patrouillierroute. Ah, okay. Wir schleppen den mal ein bisschen weg, nicht dass er den sieht. So, hier kann er liegen bleiben. Concubines are in danger. I need to kill the guards protecting them. Give the girls a chance to get out of here. Machen wir auf jeden Fall. Aber das ist gar nicht so einfach. Warum ist denn hier der Fußboden nass? Ey, wer hat denn hier durch feucht durchgewischt? Das ist doch unmöglich. Ach, verdammt, jetzt haben die sich unterhalten. Mist. Komm schnell. Schnell, schnell, schnell. So. Wo ist mein Gesprächspartner hin? Der stand doch gerade noch hier. Seltsam. Naja. Ah, hier kann ich runter. Okay. Warum tötet sie ihn nicht? So weit runter. Okay. Ah, er kommt zurück. So, jetzt aber. Please help the others. Machen wir ja. Machen wir ja. Was? Teezimmer-Konkubine gerettet. Ach, herrje. Sind die auch noch in Zimmer eingeteilt? Meister. Ach, verdammt. Verdammt. Wer dreht sich zuerst um? Warte, ich hock mich hier hinter. Nein. Yotsuka! Hat nämlich. Nee, er hat mich nicht getroffen. Das ist ja auch lustig, dass die nicht klettern können. Übrigens, danke an den, der die ganzen Bretter hier an die Wände genagelt hat. Ein feiner Kerl. So. Ah, verdammt. Ach, der wird den jetzt sehen. Nee, doch nicht. Oder? Nee. Er sieht ihn nicht. Aber ich verstecke mich mal hier und dann pfeife ich den beim nächsten Mal ran. Weil da hinten ist so ein Schütze, so wie das Blickfeld aussieht.
Gerade gereicht. Sorry. Was? Achso, der hat den. Aha. Lass es. Lass es einfach. Das war knapp. Ich glaube, er hat mich einmal nicht getroffen, oder? So. Nein, schau. Schriftrolle 13. So. Ah, mich juckt irgendwas. okay. Über den kleinen Stapel Holz da. Ich finde die Tiefe von dem Bild so schön. Da hinten fliegen Vögel. Oh, ich könnte jetzt hier erstmal ein paar Minuten gucken. Wenn das kein Let's Play wäre. Oh. Aha, aha. Mache ich das jetzt am besten? Okay. So. Gut. Was ist denn das da für eine Umleuchte? Hoch? Zu schnell, das funktioniert nicht. Bier sei kaum. Wenn ich ihn. Ach, da komme ich nicht hin. Ah. Okay. Er guckt hoch, der guckt runter. Guckt hoch, guckt runter. Ach, das ist doch viel zu schnell. Okay. Ja, jetzt könnte es vielleicht was werden. So. Da guckt wieder einer aus dem Fenster. Es geht jetzt darum, sich von Versteck zu hangeln, ne? Interessant. Silber? Ach so, ja, weil er uns entdeckt hat. Alles klar. Ist nicht schlimm. Ah, das ist hier aber wirklich schwer bewacht. Hier muss man richtig nachdenken. Ja, okay.
So, unser Helix-Balken ist voll. Ja, hier unten stört uns nicht. Aber der da. Oh, das ist ja... Kann ich mich auch nicht runterlassen? Das heißt, muss ich da runter oder wie funktioniert das jetzt hier? Ach du Heilige. Schau, geht da nicht runter. Okay. Okay, ja. Oh. Nein, nein, nein. So. Verzeiht mir, wenn ich etwas still bin, aber ich bin gerade extrem konzentriert. Boah. Gibt's doch gar nicht. Was? Was? Ich denke, der kann nicht durch Bretter gucken. Hallo? Das gibt's doch gar nicht. Nee, hier gehe ich glaube ich nicht lang. Gucke ich eher noch mal da oben. Na, der kommt da gerade so schön lang. So, hier ist glaube ich auch kein Blickfeld. Nee, gerade so. Gerade so. Heiliger Bimbam. Das ist echt fies. So. Wo war jetzt die da? Okay, der geht da so schön am Fenster lang. Nee, ich spring mal da dran, genau. So. Na, mach sie frei. Das war jetzt eine schwere Geburt. Und Mensch, 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 ich sehe, wir müssen die Folge beenden. Also, wenn es euch gefallen hat...